Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 29. Und irgendwie bin ich an einem völlig falschen Ort gelandet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und das Loch war ich nicht. Schauen wir uns mal lieber ganz schnell die nächste Folge an. Bis gleich. So, ich mache jetzt meine Lootbag auf. Ja, schon wieder in den Blick verschwunden. Loottasche? Warte, ich zoome auf dich ran. Okay, jetzt beobachte ich dich. Ich sehe Zeug. Ich habe ein Jungle Desk Kabinett, eine Half-Drawners, Akazie, 11 Töpfe, also Tontöpfe, nochmal Half-Drawners. Achso, die können verschiedene, das sind quasi Schränke für die Wand. Draws, ja. Ja. Ich habe ein Phantommembran. Oh. Birken, Küchen, Sink. 6 Stück. Sandstone Slab. Oh, das ist vielleicht was für dich, Tiger. Oh, was denn? Und Oh Gott. Netherbricks. Nee, oh, Also und damit kann man Dark nichts Oak bewirken. Table. Ich will Brauchst du keinen Dark Oak Draht. Table? Was? Es wird schon wieder Nacht. Komm nicht in mein Haus rein. Brauchst du ein Dark Oak Table? Dark Oak Table. Ja. So ein Tisch, wie ich bei mir stehen habe, nur eben aus Dark Oak. Ach so, einfach so ein ganz normalen Tisch. Können wir schlafen? Nee. Ich bin im Bett. Brauche ich erstmal nicht. Bin auch im Bett. Aber ich habe was anderes, was du gebrauchen kannst. Weil Was denn? du dich da mit den Chisels benutzt. Ich werf's dir zu und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich nehme mich nicht. Auch, dass ich damit was anfangen kann, sonst ist es ein schlechtes Geschenk. Ich bin bei dir, auch wenn ich dich nicht sehe. Bin im Haus. Hast noch nicht meine Klingel. Ja, wenn du mir keine schenkst. Klopf, Ich glaube, man klopf. kann sogar eine craften, oder? Geht es nicht sogar in dem Moment weg? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was Klingel auf Englisch heißt. Bell. Nee, das Bell heißt der Glocke. Bell. Ring. Weiß nicht. Eigentlich ein Bell, oder? Alarm! Ja, bei Bell kommt nur die normale Glocke, die es im Vielleicht Dorf gibt. Doorbell oder sowas? Ja, Doorbell, stimmt. Do. Nee, aber gibt's nicht. Gab's früher mal in der Mod. Echt? Manager Mod, ja. Hier. Danke. Bitte, auch wenn ich weiß nicht, was man damit macht. Ich auch nicht. Wir probieren's, warte. Aber da stand Replace drauf oder so. Okay, wir probieren jetzt was. Ich mache jetzt hier so eine Linie. So, und jetzt machen wir. Okay, und jetzt habe ich sowas bekommen. Und jetzt? Oh, du kopierst es. Oh mein Nee, Gott, du das ist genau das, ersetzt was ich es. wollte. Kann ich das auch irgendwie rückgängig machen? Ich glaube nicht. Warte. Du ersetzt es damit. Replace, ja klar. Ich kann das nicht drücken. Ich kann Undo irgendwie nicht drücken. Okay. Ganz komisch. Wie hässlich ist denn das? Das war in meiner Lootbag drin. Tatsächlich ein bisschen hässlich. Das sieht aus wie so ein versiffter, gammliger Tisch. Gut, Oh, ich hab. warte mal, oder wenn ich jetzt diese Teile habe, Ja. kann ich jetzt. Warte mal, was will ich kopieren? Wie cool! Ah. Man kann durchgucken von einer Seite. Das ist ja komisch. Und ich dachte, das wäre ein Regal. Und das hier Also. ist dasselbe.
nur klein. Das heißt, damit kann ich Beobachtungsposten bauen. Nicht schon wieder ein Stalker. Das ist aber trotzdem ein Regal. Da steht in der Beschreibung drin, kann 8 Stacks halten oder 16. Je nachdem, welche Version. Tiger probiert rum. Ja, die sind nicht, oder? Doch, jetzt sind sie gerade. Aber das hier oben gefällt mir nicht. Du wolltest dir eine spezielle Stange bauen? Das Problem ist, ich kann diese Stange nicht bis zu dem Slab verbinden. Oh, das ist ja doof. Ja, deswegen. Und wenn ich so mache, ist es auch hässlich, oder? Es würde notdürftig gehen, aber... Ja. Also wahrscheinlich darfst du nicht mit Slabs bauen, sondern musst mit Blöcken bauen, damit das mit der Stange passt. Ja, aber das wäre, das würde ja quasi dann so aussehen. Naja, das würde dann ja gehen, wenn du es komplett machst. Wenn du natürlich nur den Bereich mit Slabs machst, sieht's doof aus. Achso, ja. Ich würde halt nur den Bereich machen, weil ich will eigentlich diesen Look. Ja, ich weiß. Da guck mal, dann noch das Holz so halb rausguckt, der Balken. Na, warte, vielleicht... Wenn man hier so macht... Geht das... es ist aber auch ein bisschen hässlich, oder? Ja. Es passt irgendwie nicht. Es ist doof, dass man das nicht an die Slabs anmachen kann. Oh, Mann. Dann ich mach gerade so gefühlt einfach einen Jump'n'Run auf meinem Haus. Okay. Warum hat dein Kühlschrank ein Bild? Ein Bild? Ah, lol. Deiner nicht? Nein. Aber ich wollte den Premium-Kühlschrank. Was ist, wenn ich die Säule komplett durchziehe? Wenn ich den Block wegmache hier? Und... Warte... Ja, ich warte. Ich guck so lange raus. Ey, warum geht denn das jetzt nicht? Small Cube. So, durch die Decke ziehe quasi. Digga, deine Thronen sind im Weg. Ich kann gar nicht zu Natalie gucken. Ja, die kommen noch weg. Die werden nicht immer da bleiben. So, wenn es dann da so durchgeht. Und oben weiter. Kann ich mich damit abfinden, dass da ein Loch ist? Oh je. Vielleicht kann ich das irgendwie cool machen. Schön, dass mir dann auch doch jetzt schon auffällt, dass man einfach Treppen aneinander bauen kann und dann nichts runter braucht, wenn man welche daneben hat. Ach ja. Oh mein Gott, Sola, ich kann die, glaube ich, einfach zupixeln. Oh. Ich kann einfach so tun, als wäre... Oh. Das würde dann natürlich gehen. Warte. Im Übrigen, diese komischen Half-Dinge, die wir uns draußen angeguckt haben, das sind Materialien, die man noch weiter verarbeiten muss, damit man Regal rauskriegt oder so. Okay. Möchtest du einen Blumentopf? Brauche ich gerade nicht, danke. Sieht es von unten dann gut aus? Wenn ich das so zupixel? Ja? Also erstmal ja. Das kann ich halt noch nicht genau sagen. Du musst halt erstmal eine Seite zumachen, weil momentan ist da eine Lücke. Ich gebe mir Mühe, es ist richtig schwierig, alle zu treffen. Ja, glaube ich dir. Oh, ich rate mal, was ich für Blumentöpfe bekommen habe. Da sind nämlich sogar Pflanzen drin. Ey, da sind Pflanzen drin? Ja. Wenn ich die setze, ich habe gerade eine zum Test gesetzt, weil da so ein komischer Beiname ist. Und da ist eine Blume drin. Die ist da reingepflanzt schon. Wenn ich dir einen Tipp gebe, weißt du sofort, was für eine Blume das ist. Meine Lieblingsblume. Ja. Die Feuerblume. Ich hab elf Feuerblumen bekommen. Schlingel.
Oh, du hast sogar Herbstdinger gefunden? Oder waren die mal in dem Blutdings drin? Was für Herbstdinger? Na, hier die. Beim Baum. Hier die. Der Boden, der mit Blättern ist so. Ich komme nicht auf die Potsohle. Ach so, nee, der Potzoll, der draußen ist, der spawnt, wenn du so Viererbäume aneinander pflanzt. Echt? Der Okay. spawnt dann natürlich. Wusste ich gar nicht. Das ist Wie? auch recht neu, sagen wir mal. Wieder was gelernt. Alter, was eine Arbeit. Ja, man darf nicht von hier gucken, da ist eine Lücke. Das ist so schwierig zu sehen. Wenn man direkt runter schießt, ist es zu. Aber dann musst du von unten noch nachbauen. Hat jemand von euch zufällig noch eine Schaufel übrig? Eine Schaufel? Ja. Hast du denn keine Eisen oder so, um dir eine zu machen? Nee, und Stein habe ich aber auch keine mehr. Echt? Ja. Dein ist aber literally so drei Blöcke unter der Oberfläche. Ja, ich weiß, aber ich will ja nicht einfach buddeln, weil dann sieht ja alles kacke aus. So. Also ich kann dir Eisen geben, wenn du willst. Entweder du kannst mal vorbeikommen, wir sind gerade bei mir. Warte. Oder Sola kann Bote spielen und dir Eisen von mir vorbeibringen. Soll ich? Ich wollte eh gerade zu ihr hin, ihr was hinbringen. Wenn du willst, gerne. Ich habe Tiger was hingestellt, was er woanders hinstellen kann. Später. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist direkt hinter dir. Ich bin gerade so in diesen Slab Ich fokussiert. seh's. Oh nein. So, wo kriege ich jetzt Eisen her, dass ich als Bote. Bin übrigens wieder nach langsam. Beeil dich, ich. Boah. Hier, das Ding meine ich. Ich glaube, wir Ah. können langsam schlafen, so eigentlich. Können gleich schlafen. Gleich bin ich soweit. Ich bin drin. Ich nicht, ich bin auf halbem Weg. Ich schlafe. Hör ich gar nicht. Ich schlafe. So, und jetzt Lieferung für Natalie. Ist auf dem Weg. Ah, hast dich per Overnight Express bestellt, deswegen. Bin da. Hi. Ja, hochwerfen geht nicht. Du kannst reinkommen, warte mal kurz. Nee, warte, komm mal rein, kurz. Dann kannst du hier hoch. Du kannst meinen, in Anführungszeichen, hier hoch und dann können wir darüber springen. Gott, Jump Run machen erstmal hier. Hier dein Eisen. Dankeschön. Bitteschön. Hui. Hast schon gesehen, ich habe dir Lampions hingestellt. Ja, Dankeschön. Die kannst du später an die Decke hängen. Bloß da die Decke noch nicht fertig war, habe ich die daran gehängt. Okay, cool. Danke. Ich stell dir auch eine Spüle hin. Nee, Waschbecken ist das. Habe ich Tiger auch eins gerade hingestellt. Das hatte ich hier in der Lootbag drin. Aber immer noch kein Kirschbaum. Mann. Ich will doch einen Kirschbaum, ich brauche rotes Holz. Dazu brauche ich, um mir eine Schaufel zu machen, dieses Iron, sind so Eisenbarren-mäßig, das Ding. Waren ja. Und wie viel brauche ich dafür? Ein. Und wie viele Sticks? Bye. Okay.
Bin jetzt aber schon in der Werkbank. Ja, bin ich. Ah, jetzt geht's auch. Ja. Merk gerade, ich hätte mir die ganze Zeit auch einfach eine Holzschaufel machen können. Aber gut. Ja, aber die ist literally, als würdest du deine Hand benutzen. Ja, okay. Dann mache ich mir jetzt auch mal eben eine Eisenspitzhacke. Tiger, brauchst du Netherbricks? Netherbricks? Ne? Ja. Nee. Schade, du baust damit Bricks, deswegen. Ja, aber nicht mit Netherbricks. Aber danke. Okay. Zeug baue ich, packe ich erstmal weg. Davon bringe ich Natalie noch einen vorbei. Das Ding werfe ich in die Hölle. Einfach in Never? Ich kann Natalie das ja mal zeigen, bevor ich es wegwerfe, aber ich glaube, sie sagt auch weg damit. Ja, ist mir die Viecher. Ist ja kein Viech, das ist ja dieser komische hässliche Tisch. Raus mit die Viecher. Die sind hier nicht erwünscht. Klopf, klopf. Warte kurz. Ja. Mach mal hier eine Reihe fertig. Also der Tisch ist bestimmt hübsch. Das Ding ist hässlich. Steht so richtig schön im Rampenlicht gerade. Jetzt habe ich alle, ups, erstmal runtergefallen. Auch nicht verkehrt. Hey. Ja, erstmal die schönen Dinge. Ja, süß. Und dann das Hässliche da hinter dir. Ja, gut, okay. Was ist das Hässliche? Kann man damit irgendwas tun? Ja, Items reinlegen. So, okay, okay. Also, ihr findet eine Kiste hässlich? Nee, naja, das ist hier dieser hässliche das Tisch. Das ist so grünlich. Ja. Nee. Der sieht verschimmelt aus durch diese Tropen. Ja, stimmt schon. Chris, lieber das Blümchen. Brenn ich, wenn ich da reinlaufe? Wenn die genauso funktioniert wie draußen? Nö. Im Blumentopf okay. Nicht. Im Blumentopf ist sie entschärft. Okay, schön. Dankeschön. Bitteschön. So, den Tisch kriegt die Elte, vielleicht mag er den ja. So sehr magst du ihn. Ich packe ihn den aber in den Briefkasten, das dauert dann länger, bis er da mal reinguckt. Da hast du den Jungle. Ich wette, der benutzt es zum Einrichten. Meinst du? Oder tu es nicht. Liegt schon drin. Oh, mein Haus ist viel zu klein. Ich sehe euch alle gar nicht mehr. Habt ihr noch Holz übrig oder soll ich neues Farmen gehen? Doch, wenn ich die zwei Bäume da wegnehme, kann ich Natalie von hier aus sehen. Also ich habe keins extra. Tiger ist einfach viel zu weit weg. Ich habe auch kein Holz mehr. Ich muss selber neues farmen, damit ich die nächste Etage bauen kann. Aber ich glaube, ich gehe jetzt nicht mehr los. Es wird schon wieder dunkel. Auch im Real Life. Da ist es schon längst dunkel. Ich meine, es wird spät. Ja, aber zum Holzfarm reicht die Zeit noch. Ich habe eh ein paar Bäume von der Tür, also. Da. Ist der Creeper an der Oberfläche? Ich weiß nicht. Wo ist ein Creeper? Ich hoffe nicht. Wo wäre der? Er kriegt in meinem Haus. Nee, ist er nicht. Sonst würde ich ihn sehen. Schade. Ich wollte ihn gerade ärgern. Ey, das ist doch noch mega hell. Ah, doch. Ja, hast recht. Dann krieg ich doch noch kurz Baum umholzen. Kann man das irgendwie ausmachen, dass die Creeper unter der Erde angezeigt werden?
Oh, vielleicht. Man kann das ausmachen, aber ich weiß jetzt nicht mehr wie.